Yeah, this X to the Z exhibit, you watching New Gadgets TV, Napalm, October 9th. Get it. Hey, Jons hier von newgadgets.de und hier habe ich das Samsung Galaxy S3 Mini. Optisch sieht es aus wie das S3. Ist auch so dick wie das S3. Aber es ist kleiner. Es hat ein 4-Zoll Display statt einem 4,8-Zoll Display. Und ihr seht, wenn ich es in meinen Händen halte, komme ich mit dem Daumen auch noch wunderbar überall hin. Was mit dem S3 dann schon ein bisschen schwerer ist, weil es einfach größer ist. Wir haben hier das S3. Da seht ihr auch mal das Mini und das S3 im direkten Vergleich. Also auf jeden Fall kleiner. Und über die technischen Daten, das S3 hat einen Quad-Core-Prozessor, das S3 Mini nur einen Dual-Core-Prozessor. Auf der Rückseite haben wir hier eine 8-Megapixel-Kamera, auf dem Mini nur eine 5-Megapixel-Kamera, aber auch ein LED-Licht. Das Lustige ist, im großen Smartphone wird eine Micro-SD-Karte eingesetzt, eine Micro-SIM-Karte eingesetzt, und hier im kleinen passt eine normale SIM rein. Kann ich euch gleich auch gerne mal zeigen, wenn wir die Rückplatte entfernen. Moment, hier passt eine normale große SIM-Karte rein. Der Akku hat eine Kapazität von 1500 mAh und unter dem Akku befindet sich der Micro-SD-Karten-Slot, um den Speicher zu erweitern. Und ich muss sagen, das S3 Mini fühlt sich wirklich sehr gut an. Ihr seht, wenn ich das S3 in den Händen habe, da ist es schon schwerer, ganz hier an die Ecke zu kommen. Das ist hier für mich schon einfacher. Es liegt auch einfach besser in der Hand, das muss man schon sagen. Das hat aber, wie gesagt, einfach die etwas schlechteren technischen Daten. Dual-Core-Prozessor, selbst in der heutigen Zeit eigentlich kein Problem. Ihr seht, läuft natürlich flüssig. Wir haben hier Android 4.1.1 Jelly Bean drauf. Infos zum Gerät, da seht ihr es auch nochmal. 4.1.1 und hier ist die Modellnummer Samsung GTi 8190. Die 5-Megapixel-Kamera, die schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz an. Auf jeden Fall absolut in Ordnung. Wir können hier selbstverständlich auch Videos drehen. Gucken wir uns gleich noch mal die Auflösung der Videos an. Oh, Moment. Diese werden hier leider nur in 27p gemacht, also kein Full HD. Der Preis soll um etwa 200 € billiger sein als das S3 und das Galaxy S3 Mini wird auch bald auf den Markt kommen, wahrscheinlich so in 2 Wochen. Wir vergleichen das jetzt auch gleich nochmal hier von der Größe mit anderen Smartphones. Ich habe ein paar dabei. 4 Zoll hat dieses, 4,8 Zoll hat das S3. Wir haben hier das iPhone 5, auch 4 Zoll. Ein klein bisschen in die Länge gezogen, was ich da jetzt nicht so schön finde. Hier ist das auf jeden Fall besser gelöst. Wir haben das iPhone 4S 3,5 Zoll und hier nochmal ganz groß das Galaxy Note 5,3 Zoll. Die goldene Mitte, 4 Zoll. Vielleicht etwas für euch, wenn ihr optisch das S3 schön fandet, es aber euch zu groß war. Vielleicht ist das Galaxy S3 Mini dann etwas für euch. Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft hat Samsung hier das S3 Mini vorgestellt. Wirklich ein sehr schönes Phone, wie ich finde. Meiner Meinung nach hätte es vielleicht eine 8-Megapixel-Kamera vertragen können, die auch Full-HD-Videos aufnimmt. Aber da hat sich Samsung irgendwie dagegen entschieden. NFC ist auch dabei. Also für die modernen Techniken auf jeden Fall geeignet. Ihr werdet dann höchstwahrscheinlich auch mit dem S3 Daten über S-Beam übertragen können. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Sobald es im Handel ist, schaue ich mir das natürlich nochmal ganz genau an. Ciao!